Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bund und Länder haben sich auf weitreichende Maßnahmen geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Eine bundesweite Ausgangssperre soll es nicht geben, doch künftig gilt ein äußerst striktes Kontaktverbot. Demnach dürfen sich nur noch zwei Menschen gemeinsam in der Öffentlichkeit aufhalten, teilte Kanzlerin Merkel mit. Ausnahmen gelten für Familien oder im Beruf. Merkel musste sich inzwischen in häusliche Quarantäne begeben. Ein Arzt, der sie behandelt hat, ist nach Angaben von Regierungssprecher Seibert positiv auf Corona getestet worden. Hier ist die Kanzlerin in den nächsten Tagen nicht anzutreffen. Angela Merkel erledigt ihre Dienstgeschäfte bis auf Weiteres in häuslicher Quarantäne. Ihr Sprecher sagte, sie werde in den nächsten Tagen regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Kurz vor ihrer Quarantäne hatte Merkel noch die Beschlüsse von heute verkündet. Weitere Einschränkungen im Kampf gegen Corona. Ausgehandelt hat sie die mit den Ministerpräsidenten. Der Beschluss von Bund und Ländern sieht vor, ein grundsätzliches Versammlungsverbot für mehr als zwei Personen. Ausgenommen von diesem Verbot sind Menschen, mit denen man zusammenwohnt. Gaststätten, Friseursalons, Kosmetikstudios und weitere Einrichtungen werden geschlossen. All das für mindestens zwei Wochen. Ich weiß, dass es Verzicht und Opfer bedeutet, wirtschaftlich wie menschlich. Wenn Geschäfte schließen müssen, wenn man nicht mehr so einfach unter Leute gehen kann und was noch viel schmerzhafter ist, nicht mehr so einfach die Großeltern besuchen darf, Freunde treffen darf. Wir alle müssen darauf eine Zeit lang verzichten. Verzicht, der aber nach wie vor Grenzen hat. Eine generelle Ausgangssperre gibt es nicht. Der Weg zur Arbeit, zur Notbetreuung, Einkäufe, Arztbesuche, Teilnahme an Sitzungen, erforderlichen Terminen und Prüfungen, Hilfe für andere oder auch individueller Sport und Bewegung an der frischen Luft sowie andere notwendigen Tätigkeiten bleiben selbstverständlich weiter möglich. Von der FDP sehr weitgehende Zustimmung. Der Parteichef findet die neuen Maßnahmen von Bund und Ländern richtig. Daran sollten sich alle orientieren. Wir haben in den Ländern mit unseren FDP-Regierungsbeteiligungen das mit unterstützt, weil es jetzt notwendig ist. Allerdings sollten Freiheitsrechte nur so lange wie irgend nötig eingeschränkt werden, nicht länger. Und darauf werden wir in Parlamenten und Regierungen achten. Auch der bayerische Ministerpräsident lobt die heutigen Beschlüsse, kündigt aber an, dass Bayern bei seinen eigenen Regeln bleiben werde, die die Staatsregierung am Freitag beschlossen hatte. Zu den Verabredungen zwischen Bund und Ländern jetzt Tina Hassel aus Berlin. Der Föderalismus ist handlungsfähig, hat Armin Laschet die heutige Einigung erleichtert kommentiert und damit aber auch gezeigt, was auf dem Spiel stand. Hätten sich Bund und Länder nicht auf konkrete, im ganzen Land gültige Regeln einigen können, wäre die Verunsicherung der Bevölkerung gewachsen. Der Weg zu den gemeinsamen Regeln scheint heute aber rumpelig gewesen zu sein. Bei der Schaltkonferenz soll es zeitweilig hochhergegangen sein, haben wir von Teilnehmern gehört. Vor allem Armin Laschet und Markus Söder sollen sich behakt haben. Aber auch andere Ministerpräsidenten hatten sich darüber geärgert, dass Söder vorgeprescht war, teilweise gegen Absprachen. Der bayerische Ministerpräsident wiederum hatte die Schalte beinahe platzen lassen, als Laschet ein mit 11 weiteren Ländern abgestimmtes Papier vorgelegt hatte, das wiederum die Bayern nicht kannten. Die Kanzlerin musste schlichten. Und letztlich war allen Beteiligten klar, dass man den Überbietungswettbewerb zwischen den Ländern dringend einstellen muss, wenn man bei dieser Krise das Vertrauen in Bund und Ländern nicht gefährden will. Das scheint heute weitgehend gelungen. Zurück zu Jan Hofer. Auch juristisch werfen die Maßnahmen von Bund und Ländern Fragen auf. Eine Einschätzung dazu jetzt vom ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in Karlsruhe. Ob nun Ausgangssperre, Beschränkung oder Kontaktverbot, die gewählten Begriffe sind für die Bürgerinnen und Bürger gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, was sie genau noch dürfen. Ausnahmen wie nach draußen zu dürfen, zur Arbeit, zum Einkaufen etc. hätte es sicher auch bei einer anderen Formulierung gegeben. Eine sehr schwierige Abwägung muss die Politik da gerade treffen, auf der Suche nach dem wirksamsten und noch angemessenen Mittel gegen die Pandemie. Zentral ist dabei, dass nur eine Gefahrenlage und Ausnahmesituation wie die aktuelle Krise solch drastische Maßnahmen überhaupt denkbar macht. Deswegen ist auch die Frage einer Befristung wichtig, also dass man in regelmäßigen und nicht zu langen Abständen Zwischenbilanz zieht.
Dass es auch bei den neuen Regeln Sanktionen gibt, haben nicht Bund und Länder heute entschieden. Das ergibt sich aus dem Gesetz. Bußgeld oder Strafbarkeit sind je nach Regelung möglich. Wie streng die Behörden und die Justiz bei den Sanktionen sein werden, das wird im konkreten Fall sicher auch davon abhängen, ob jemand mal etwas aus Versehen falsch gemacht hat oder trotz aller Warnungen demonstriert, dass ihm die Verbote und auch ihr Zweck komplett egal sind. Zurück zu Jan Hofer. In Deutschland gelten bereits seit Tagen viele Anordnungen und Aufforderungen, um Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Nach Angaben der Polizei hielten sich an diesem Wochenende viele daran, zu Hause zu bleiben oder beim Einkaufen einen Sicherheitsabstand zu halten. Die Zahl der Infizierten steigt aber weiter. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität gibt es bundesweit bislang 23.974 registrierte Fälle. Das sind 2.374 mehr als gestern. 92 Menschen sind gestorben. Solidarität in der medizinischen Not. Ein Hubschrauber bringt zwei schwer erkrankte Corona-Patienten aus Frankreich nach Deutschland zur Behandlung an die Uniklinik Freiburg. Doch schon bald könnten auch hierzulande die schweren Fälle deutlich zunehmen. Skeptisch sahen einige Medien heute die Corona-Statistik in Deutschland. So stieg laut Robert-Koch-Institut die Zahl der Neuansteckungen weniger stark als am Vortag. Dies bedeutet aber nicht automatisch eine Verlangsamung der Infektionswelle. Am aktuellen Wochenende wurden nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt, sodass der hier berichtete Anstieg der Fallzahlen nicht dem tatsächlichen Anstieg der Fallzahlen entspricht. Die Daten werden am Montag nachübermittelt und ab Dienstag auch in dieser Statistik verfügbar sein. Unterdessen warnen Experten der Weltgesundheitsorganisation, bei der Corona-Bekämpfung vor allem auf Ausgangsbeschränkungen zu setzen. Wichtiger sei, die Zahl der Tests massiv zu erhöhen. Viele Krankenhäuser in Deutschland sehen das ähnlich. Das ist richtig. Wir sollten mehr testen. Dann können wir mehr risikostratifiziert die Isolation derjenigen, die positiv getestet sind, vornehmen. Wir haben ja die Situation, dass 80% der jungen Bevölkerung asymptomatisch ist, trotzdem die Erkrankung überträgt. Und daher ist das Testen und die positiv getesteten dann scharf zu isolieren erfolgversprechender. Nach dem Ansturm der vergangenen Tage blieben heute die meisten Lebensmittelmärkte geschlossen. Eigentlich dürfen sie derzeit vielerorts ebenso wie Drogerien oder Kioske auch am Sonntag öffnen. Vor allem große Märkte nutzten diese Option wie hier in Berlin laut Handelsverband aber nicht. Wir haben über eine Woche weit über Last gearbeitet in den Supermärkten, in der Logistik. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind platt. Wir werden die Gelegenheit nutzen, in den Läden noch mal Regale aufzufüllen, aufzustocken. Aber wir müssen auch den Kolleginnen und Kollegen die Gelegenheit geben, durchzuatmen. Wie hier in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin übertrugen heute einige Gemeinden ihre Gottesdienste im Internet oder Fernsehen. Öffentliche Veranstaltungen dürfen derzeit in Kirchen, Moscheen oder Synagogen nicht stattfinden. Bundesgesundheitsminister Spahn will vorerst darauf verzichten, Kontaktpersonen von Corona-Infizierten per Handy orten zu lassen. Das berichten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf Regierungskreise. Danach kommt die geplante Regelung nach heftiger Kritik morgen noch nicht ins Bundeskabinett, sondern soll bis Ostern überarbeitet werden. Der Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz sah vor, dass die Telekommunikationsunternehmen Daten an das Robert-Koch-Institut übermitteln sollten, um eine Ortung zu ermöglichen. Für die einen Datenschleudern, für die anderen wichtige Informationsquelle. Wer war wann wo? Smartphones speichern Bewegungsprofile. In China werden Corona-Patienten so digital überwacht. Auch Südkorea versucht, über Handys nachzuvollziehen, wo sich Infizierte und Kontaktpersonen aufgehalten haben. In Deutschland hat die Telekom diese Woche begonnen, dem Robert-Koch-Institut Mobilfunkdaten zu übermitteln. Anonymisiert. Grob lassen sich damit Bewegungsströme zeigen. Datenschutzkonform, sagen die Verantwortlichen. Dennoch gibt es Kritik. Dass man diese gerade Mobilfunkdaten, aber auch andere Überwachungsdaten, so mir nichts, dir nichts, nur weil gerade eine Krise es weitergibt, halte ich für den falschen Weg. Insofern ist es auch ein Appell an diejenigen, die darüber entscheiden. Egal, ob es jetzt Forscher, Mediziner oder Politiker sind, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das als Normalfall annehmen will oder als absoluten Ausnahmefall. Zudem gibt es inzwischen weltweit Apps, die Bewegungsdaten von Handys nutzen, um das Corona-Risiko für den Einzelnen zu bestimmen. Auch in Deutschland wird daran gearbeitet. Voraussetzung: Nutzer geben freiwillig ihre Daten preis. Mediziner könnten sich aber auch noch weitergehende digitale Maßnahmen vorstellen.
Ich denke, jedes Tool ist angemessen, um die Krise jetzt in den Griff zu kriegen. Wir brauchen eine Entscheidung für Tracking und wir brauchen eine Entscheidung, die möglichst datenschutzkonform ist. Der Zugriff auch auf personalisierte Handydaten, so ein Vorschlag aus dem Gesundheitsministerium. Aber vorerst auf Eis gelegt, erklärt die Bundesjustizministerin im Bericht aus Berlin. Wir hätten dazu noch viel intensiver miteinander diskutieren müssen. Man hätte über eine zeitliche Befristung regeln müssen. Wer kontrolliert es? Bis eine Einwilligung der Betroffenen erforderlich. Und die wichtigste Frage ist, ist es überhaupt zielführend? Ob es weitere digitale Eingriffe geben könnte, hänge aber auch vom Verlauf der Krise ab. Italien ist zurzeit weltweit am schwersten von der Corona-Krise betroffen. Von dort werden aktuell fast 60.000 Fälle gemeldet. Allein in den vergangenen 24 Stunden starben mehr als 600 Menschen. Die Regierung hatte die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gestern noch einmal verschärft. Auch alle nicht lebensnotwendigen Unternehmen und Fabriken müssen nun schließen. Ministerpräsident Conte nannte die Corona-Pandemie die größte Herausforderung für sein Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Es sind Bilder wie diese, die ganz Italien deprimieren. Lange Konvois von Militärfahrzeugen müssen in der Provinz Bergamo-Serge in andere Städte zum Einäschern schaffen. Hunderte. Die Krematorien sollen damit häufig überlastet sein. Alle Welt blickt in diesen Tagen auf Italien, auf die von dort vermeldeten Corona-Zahlen. Deren Verkündung durch den Zivilschutz heute, in den letzten 24 Stunden sind erneut viele Menschen gestorben, doch immerhin etwas weniger als gestern, dem bisherigen traurigen Rekordtag. Trotzdem, die Zahlen sind erschreckend. Seit gut 10 Tagen besteht weitgehende Ausgangssperre in Italien. Im öffentlichen Raum bewegen darf sich nur, wer zum Einkaufen, zum Arzt oder zur Arbeit muss. Seit heute nun noch strengere Vorschriften. Betriebe, die nicht unmittelbar lebensnotwendig sind, werden ab sofort gestoppt. Wege zur Arbeit sind deshalb nur noch in Ausnahmefällen zulässig. Die Sicherheitskräfte kontrollieren streng. Wir verlangsamen den Motor des Landes. Wir wollen ihn aber nicht völlig lahmlegen. Das ist keine leichte Entscheidung für uns, aber sie ist notwendig. Der Ministerpräsident spricht von der schwersten Krise für sein Land seit dem Zweiten Weltkrieg. Im Norden Italiens ist unterdessen das Gesundheitssystem infolge der immer höheren Fallzahlen teilweise kollabiert. Patienten müssen aufgegeben werden. Italiens Armee schafft deshalb zusätzliche Kapazitäten. Ganze Zeltstädte entstehen. Hilfsgüter und Fachpersonal kommen in diesen Tagen aus China und Russland. Medizinisches Material aus Deutschland. Nach Italien ist in Europa Spanien besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Ministerpräsident Sanchez stimmte die Bevölkerung auf sehr harte Tage ein. Die landesweite Ausgangssperre solle bis Mitte April verlängert werden. Mittlerweile haben sich in Spanien mehr als 28.000 Menschen infiziert. Die Zahl der Toten stieg nach Angaben der Johns Hopkins Universität auf mehr als 1.700. Fast 400 Menschen sind in Spanien in den letzten 24 Stunden gestorben. Besonders schlimm ist die Lage in der Hauptstadt Madrid. Die Intensivstationen sind überfüllt. Das Personal ist mittlerweile an der Belastungsgrenze. Wir Ärzte fühlen uns, als würden wir gerade Kriegsmedizin betreiben. Jeden Tag müssen wir uns neu an die Umstände anpassen und auch beim Personal aufpassen, denn wir haben bei den Kollegen immer mehr Ausfälle. Bereits 10% der Infizierten haben im medizinischen Bereich gearbeitet. Auch deswegen mussten die Behörden rund 50.000 zusätzliche Kräfte im Gesundheitswesen mobilisieren. Auf dem Messegelände, in dem im Dezember noch die UN-Klimakonferenz stattfand, wird mit Hilfe der Armee ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet. Mit insgesamt 5.500 Betten wäre es dann die größte Klinik dieser Art in Europa. Spaniens Ministerpräsident Sanchez hatte gestern Abend in einer Ansprache gesagt, dass die härtesten Zeiten noch bevorstünden. Heute kündigte er an, die Ausgangssperre um 2 Wochen bis zum 12. April verlängern zu wollen. Es kommen noch schwierige Tage. Wir werden an die Grenzen unserer Kapazitäten gelangen, was Material, aber auch die Moral in unserer Gesellschaft angeht. Unterdessen verlassen die letzten noch verbliebenen Touristen ihre Unterkünfte.
Alle Hotels in ganz Spanien haben die Anweisung erhalten, bis zum Ende der kommenden Woche zu schließen. In Großbritannien bemüht sich die Regierung inzwischen ebenfalls darum, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Etwa 1,5 Millionen Menschen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben, sind aufgerufen, mindestens 12 Wochen zu Hause zu bleiben. Premierminister Johnson warnte eindringlich vor einer Überlastung des Gesundheitssystems. Es ist die Ruhe vor dem Sturm. Der Trafalgar Square fast menschenleer und auch sonst gespenstische Stille. So allerdings sieht es hier erst seit gestern aus. Denn Johnson hatte lange gezögert, bevor er am Freitag Schließungen auch offiziell anordnete. Wir bitten jetzt Pubs, Bars und Restaurants, komplett zu schließen. So schnell es geht, noch heute Abend und ab morgen auch nicht wieder zu öffnen. Zu wenig und zu spät kritisieren viele, denn das britische Gesundheitssystem steht schon bei normalen Wintergrippewellen oft kurz vor dem Kollaps. Seit 10 Jahren wurde unser Gesundheitssystem abgebaut. Wir haben so schon zu wenig Geld und Personal. Viele europäische Pfleger sind wegen des Brexit weg. Aber wenn Sie mich als Ärztin fragen, ob wir bislang klargekommen sind, bislang ja. Die offiziellen Zahlen derzeit: 5.683 Infizierte und 281 Tote. Damit liegt Großbritannien circa 2 Wochen hinter dem europäischen Kontinent. Aber die Kurve geht jetzt steil nach oben. Viele Briten haben die Lage bis gestern nicht wirklich ernst genommen. Noch am Freitag herrschte in vielen Teilen Londons fast so etwas wie normales Leben. Der britische Sonderweg, das lange Zögern Boris Johnsons, könnte am Ende wertvolle Zeit gekostet haben. Polen versucht sich mit intensiven Grenzkontrollen und Beschränkungen des sozialen Lebens gegen die Corona-Pandemie zu wappnen. Kindergärten, Schulen und Universitäten wurden geschlossen, die Bewegungsfreiheit der Bürger eingeschränkt. Das polnische Gesundheitssystem steht schon lange in der Kritik. Auch deshalb hofft die Regierung in Warschau auf einen glimpflichen Verlauf der Pandemie. Stresstest für das polnische Gesundheitssystem, denn chronische Geld- und Personalnot gibt es schon seit langem. Im Vergleich der Europäischen Union hat Polen die niedrigste Zahl von Ärzten. Es fehlen insgesamt 50.000 Ärzte. Wenn wir also ausfallen, weil wir in Berührung mit einem infizierten Patienten kamen und in Quarantäne müssen, könnte es niemanden im Einsatz geben. Jeder, der ausfällt, kann zu einer Tragödie führen. Landesweit fehlt es oft an elementarer Schutzkleidung wie Masken, Schutzbrillen und Kittel. Auch Beatmungsgeräte gibt es noch zu wenig. Immerhin wurden 19 Krankenhäuser mit etwa 10.000 Betten für Corona-Fälle reserviert. Noch vor anderen Ländern hat Polen radikale Maßnahmen beschlossen und das öffentliche Leben damit praktisch lahmgelegt. Der epidemische Notstand wurde ausgerufen. Zu Hause bleiben. Riskieren Sie nicht Ihr Leben und das anderer. Nicht die Erfahrungen anderer Länder vergessen. Die schnell wachsende Zahl der Erkrankungen ist immer die Folge von Leichtsinnigkeit und der Verletzung grundsätzlicher Sicherheitsregeln. Gegen die Überlastung des polnischen Gesundheitssystems gab es immer wieder Protestaktionen von Ärzten. Jetzt wurde für die polnische Wirtschaft ein milliardenschwerer Schutzschild beschlossen. Wenn 53 Milliarden Euro in die Wirtschaft reingepumpt werden sollen und davon etwa 2 in die Medizin, merkt man, dass diese Proportionen falsch sind. Viel Geld ist wohl nötig, denn das polnische Gesundheitssystem krankt schon seit langem. Bisher konnten Zustände wie in Italien vermieden werden. Doch viele Polen treibt die Sorge um, was wäre, wenn es schlimmer kommt. Ihre eher problematischen Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem sind leider Alltag. So hoffen viele Menschen in Polen gerade jetzt, möglichst lange gesund zu bleiben. Im US-Kongress streiten Republikaner und Demokraten über ein Corona-Hilfspaket von mehr als 1.000 Milliarden Dollar. Die Trump-Administration hofft schon morgen auf eine Abstimmung. Die oppositionellen Demokraten haben noch Änderungswünsche. Das Geld soll Familien, Kleinunternehmern und besonders von der Corona-Krise betroffenen Industriezweigen zugutekommen. In den USA stieg die Zahl der Infizierten laut Johns Hopkins Universität auf 31.057. 390 Menschen starben bisher an dem Virus. Strandverbot in Kalifornien. Nichts geht mehr, heißt es auch im Spielerparadies Las Vegas. Die Casinos müssen geschlossen bleiben. Und New York, die Stadt, die niemals schläft, wirkt wie ausgestorben.
Für etwa 80 Millionen Amerikaner gelten Ausgangsbeschränkungen. Einige Bundesstaaten wie Illinois werfen Präsident Trump vor, nicht ausreichend Hilfsmittel bereitzustellen. Wir brauchen Millionen Masken, Hunderttausende Schutzkittel und Handschuhe. Leider kriegen wir immer noch nur einen Bruchteil davon. Das Weiße Haus steht unter Druck, denn der Präsident hat die Corona-Krise lange verharmlost. Dabei warnten US-Geheimdienste laut einem Bericht der Washington Post bereits im Januar vor den Gefahren für die USA. Trump verteidigt sich und macht China Vorwürfe. All unsere Experten wären froh gewesen, wenn sie 3 oder 4 Monate im Voraus gewusst hätten, was auf uns zukommt. Diese Zeit hatten sie nicht. Sie lasen davon in der Zeitung, wie jeder andere auch. China war sehr geheimnistuerisch und das ist bedauerlich. Nicht nur das Gesundheitswesen stellt Trump vor Herausforderungen, sondern auch die Wirtschaft. Die US-Luftfahrtindustrie und andere Branchen bitten bereits um Staatshilfen. Im Kongress laufen die Verhandlungen über ein Konjunkturpaket. Deutlich mehr als 1.000 Milliarden Dollar sollen in die amerikanische Wirtschaft gepumpt werden. Davon sollen auch einzelne Bürger profitieren. Bis zu 1.200 Dollar Soforthilfe pro Person könnte der Staat auszahlen. Das US-Finanzministerium befürchtet, dass die Arbeitslosigkeit hier auf 20% steigen könnte. Damit steht Präsident Trump vor der größten Bewährungsprobe seiner Amtszeit. Er muss als verlässlicher Corona-Krisenmanager auftreten und die wirtschaftlichen Folgen abschwächen. Sonst sinken seine Chancen, im November wiedergewählt zu werden. In Venezuela verschärft die Corona-Pandemie die bereits angespannte Versorgungslage weiter. In dem südamerikanischen Land sind Lebensmittel rar. Krankenhäusern fehlt es an Desinfektionsmitteln und Medikamenten. Zwar meldet Venezuela erst 70 Corona-Infektionen, es wird aber befürchtet, dass sich das Virus extrem schnell ausbreitet. Kein Wasser, seit Tagen nicht. Joel Ferguson ist besorgt. Der 82-Jährige leidet unter einer chronischen Entzündung. Wenn es mal Wasser gibt in Caracas, sei es unrein. Wie soll er sich so vor dem Coronavirus schützen? Also ich sehe das als sehr schwerwiegend an. Hier kann alles zu jeder Zeit passieren. Covid-19 ist in Venezuela angekommen. Seit Dienstag gilt eine landesweite Ausgangssperre. Vor die Tür darf nur, wer einen Mundschutz trägt. Doch selbst der ist im krisengeschüttelten Land schwer zu finden und wird in der Not selbst gebastelt. Das hier ist eine extreme Notlage. Wenn du krank wirst, dann stirbst du. Die Furcht, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden, ist groß. In dieser Klinik könnten sie keine Corona-Patienten behandeln, sagt eine Krankenschwester in einem anonymen Interview für einen TV-Sender. Wir riskieren hier unser Leben. Es ist nicht nur das Coronavirus. Wir sind hier auch allen Bakterien ausgeliefert. Wir sind nicht ausgestattet. In den Supermarkt gelangt man nur einzeln und mit Handschuhen. Sich mit Lebensmitteln einzudecken, ist für viele Venezolaner sehr schwer. Durch die Hyperinflation reicht das Geld kaum für das Nötigste. Ich muss 2 Enkel ernähren und niemand hilft mir. Die Grenze nach Kolumbien ist gesperrt. Keine Möglichkeit mehr zur Flucht. Auch die üblichen Einkäufe im Nachbarland vorbei. Auch Joel Ferguson kann mit seinen 3 Euro Rente im Monat wenig einkaufen. Er stellt sich mit dem, was er hat, ein eigenes Desinfektionsmittel her. Sein bester Schutz vor dem Coronavirus? Zu Hause bleiben, mit wenig Essen und Wasser. Weltweit also massivste Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Doch vielerorts gibt es auch kreative Lösungen, die den Alltag in der Krise leichter machen sollen. Weil hierzulande niemand mehr ausgehen darf und alle Clubs geschlossen wurden, suchen die Betreiber neue Wege. Sie streamen Live-Musik übers Internet. Den Anfang machten die Clubs der Hauptstadt, doch nun ziehen andere Städte nach. Beispielsweise das Atomino in Chemnitz. Wo normalerweise ein paar hundert Leute stehen, ist Leere. Stattdessen spielen Nina und Lotterkummer und Johann Bonitz kostenlos für ein Publikum bei Facebook und YouTube. Es wird ja auch allen empfohlen, dringend zu Hause zu bleiben. Und wir wollen diese einsame Zeit ein bisschen erträglicher gestalten, indem wir halt für die Leute, die ganz vernünftig zu Hause sind, ein Konzert spielen.
Sachsens Bars und Clubs haben aufgrund der Corona-Pandemie seit Donnerstag geschlossen. Der Chemnitzer Club Atomino setzt darum auf digitale Veranstaltungen. Letztendlich geht es uns darum, den Club weiter präsentieren zu können und auch darauf aufmerksam zu machen, dass der Club natürlich weiter bestehen muss, auch wenn uns die finanzielle Quelle einbricht, indem wir keine Gäste mehr empfangen dürfen. Die Chemnitzer Musiker von Blond sehen das Zuhausebleiben wegen Corona auch als Chance für Kunst im Internet. Wir machen jetzt immer mehr Künstler-Livestreams oder so Talkrunden in Social Media. Viel mehr passiert jetzt auch natürlich digital. Das erste digitale Konzert von Blond war ein Erfolg. Mehrere tausend Leute haben zugesehen. Die Corona-Pandemie ist auch Thema bei Anne Will. Die Talksendung unter dem Titel Deutschland im Ausnahmezustand, gewinnen wir den Kampf gegen das Coronavirus, beginnt um 22 Uhr hier im Ersten. Das Internationale Olympische Komitee erwägt nun doch, die Sommerspiele wegen der Corona-Krise zu verschieben. Sie sind für Juli und August in Tokio geplant. In einer Erklärung des IOC heißt es, eine Entscheidung solle innerhalb von 4 Wochen fallen. Damit reagiert IOC-Präsident Bach auf den Druck mehrerer nationaler Sportverbände. Sie fordern eine Verschiebung, weil die Athleten wegen der Corona-Pandemie nicht richtig trainieren könnten. Die kroatische Hauptstadt Zagreb ist am Morgen von einem Erdbeben erschüttert worden, einem der schwersten seit mehr als 100 Jahren. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, Ziegel fielen von Dächern und Trümmer beschädigten parkende Autos. Patienten mussten aus Krankenhäusern in Sicherheit gebracht werden. Die Behörden forderten die Menschen auf, trotzdem voneinander Abstand zu halten, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern. Auch das Wahrzeichen Zagrebs, die Kathedrale, hat das Beben beschädigt. Eine der beiden Turmspitzen ist abgebrochen, 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Innerhalb kürzester Zeit bebt heute früh gleich zweimal die Erde mit einer Stärke von 5 und 5,3. Das Epizentrum des Bebens liegt unmittelbar vor den Toren Zagrebs. Gebäudeteile und tausende Schornsteine stürzen ein. Nach Angaben des Innenministeriums werden 17 Menschen verletzt. Ein 15-jähriges Mädchen schwebt in Lebensgefahr. Die Menschen in Zagreb noch immer unter Schock. Es war schrecklich. Ich habe gerade Kaffee getrunken und den Rosenkranz gebetet, als plötzlich der Putz auf mich bröckelte und die Wände aufrissen. Meine ganze Wohnung ist eine Katastrophe. Erst Corona, jetzt das Erdbeben. Wie soll das weitergehen? Aber gegen sowas sind wir Menschen klein und machtlos. Ich hoffe nur, das hört wieder auf und geht nicht weiter so. Die beiden Beben treffen Kroatien mitten in der Corona-Krise. Es gilt eine Ausgangssperre. Doch die scheint heute kurz außer Kraft gesetzt. Per Menschenkette helfen Freiwillige, eine Frühgeborenenstation zu evakuieren, nachdem das Gebäude beschädigt wurde. Der Innenminister ermahnt die Menschen, sich weiterhin an die behördlichen Maßnahmen im Kampf gegen Corona zu halten. Ich weiß, jetzt nah zusammen sein ist ein Zeichen von Solidarität und Vertrauen unter Familien und Freunden. Aber bitte, bleibt weg voneinander. Ihr gefährdet eure Gesundheit und die eurer Familien. Inzwischen haben die Behörden die meisten Menschen aufgefordert, zurück in die Wohnungen zu gehen. Dank ihrer Stahlkonstruktion seien 80% aller Gebäude in Zagreb weiterhin sicher. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 23. März. Ein Hochdruckgebiet bestimmt unser Wetter mit viel Sonnenschein, aber auch verbreitetem Nachtfrost. Heute Nacht ist es nahezu überall sternenklar. Nur an der Ostsee sowie im Süden und Osten Bayerns kann es mal ein paar Wolken geben. Morgen ist es den ganzen Tag über verbreitet sonnig und trocken. Ein paar lockere Wolken zeigen sich am ehesten zwischen Ostsee und Erzgebirge sowie in Ostbayern. Heute Nacht überall frostig, von 0 Grad auf Fehmarn bis minus 10 im Erzgebirge. Morgen werden zwischen 1 Grad im Bergland und 12 Grad im Breisgau erreicht. Auch in den folgenden Tagen ist es verbreitet sonnig. Ein paar Wolken gibt es am Dienstag im Nordwesten, am Mittwoch im Südosten. Am Donnerstag neben Sonnenschein auch Wolken und örtlich ein paar Flocken oder Tropfen. Um 23 Uhr hat Karin Mioska diese Tagesthemen. Wie lange bedroht uns das Coronavirus? Fragen an den Virologen Jonas Schmidt-Chanasit. Und musizieren gegen die Krise. Deutschland spielt die Ode an die Freude. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.